Die Antwort darauf. Wir sagen ganz deutlich, Gott hat uns nicht ohne Führung gelassen, sondern er hat zu jeder Zeit Gesandte gehabt. Oder hat der erste Prophet Gottes war Adam a.s. gewesen. Derjenige, der vor dem Schirk, das erste Mal, als der Schirk, die Vielgötterei aufgetreten ist, gewarnt hat, war der erste war Noah, Nuh a.s. Und so kamen die Propheten zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten. Und das ist auch unsere Antwort, warum es so viele verschiedene Religionen gibt. Denn wir sagen, dass wir können das natürlich nicht bei allen Religionen bezeugen, aber wir sagen, dass die meisten Religionen einen wahren Kern haben. Dass vielleicht ursprünglich ein Prophet dort gewesen ist, der verkündet hat, diene Gott alleine, vermeide die Anbetung der falschen Götter, so wie Gott sagt in Sure 16, Vers 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte geweckt, dass sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott allein und vermeidet die Anbetung der falschen Götter, dient dem Schöpfer und nicht der Schöpfung. Aber was haben die Menschen daraus gemacht? Sie haben daraus die Religion verändert. Du findest beispielsweise monotheistische Strukturen, beispielsweise in Religionen der Afrikaner, die heutzutage, oder was heißt Afrika, gibt es sowieso viele Christen und Juden und Muslime auch, aber du findest bei den, sagen wir mal, bei den Stammesreligionen im Dschungel und so, du findest dort auch monotheistische Strukturen, dass es dort den Glauben gibt, wir dienen zwar Götzen, aber wir glauben, da gibt es einen Obergott. Und dieses übrigens, wo viele Menschen heutzutage, die sich monotheistisch nennen, auch in die Falle gefallen sind. Sie beten, sagen, Gott hat uns erschaffen, aber wir haben einen Gott, der ist unser Schöpfer, einen Gott, der ist unser Retter, einen Gott und so weiter ist die göttliche Kraft. Oder sie sagen, wenn wir etwas verloren haben, beten wir zu dem. Wenn wir auf die Reise gehen, beten wir zu dem. Und. Wenn wir Regen haben wollen, schönes Wetter haben wollen, beten wir zu dem. Es ist genau dasselbe Prinzip wie bei diesen Religionen, die als Götzendienst angesehen werden. Genau dasselbe in Grün. Wir sagen als Muslime, wenn wir beten, beten wir nicht zu Mohammed, nicht zu Jesus, nicht zu Maria, nicht zu Moses, nicht zu Abraham, sondern wir beten zu dem, der die erschaffen hat und zu dem diese Menschen gebetet haben. Zu wem hat Jesus gebetet? Isa a.s. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Betet er zu sich selber? Er betet zu dem allmächtigen Gott, zu seinem Schöpfer. Und wir Muslime beten nur zu dem Schöpfer von Jesus a.s. Diese Strukturen, um darauf zurückzukommen, du findest zum Beispiel in einigen afrikanischen Religionen findest du Strukturen, die davon sprechen, es gibt einen Gott, dem nichts gleich ist und so weiter und so fort. Du findest bei den Aborigines eine Religion, die sagen, der Gott heißt Atnatu und die sagen, das ist der von nichts bedürftig ist. Du findest im Hinduismus Strukturen, wie zum Beispiel, Hinduismus glaubt eigentlich an einen Schöpfergott, den nennen sie Vishnu oder Brahma, je nachdem, aber sie beten verschiedene Götzen für verschiedene Dinge an und sagen, hier ist der allmächtige Gott inkarniert bzw. manifestiert und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, in dem eigentlichen Glauben, glauben sie, dass der Schöpfer von allem ein Gott ist. Ist dort vorhanden. Das lässt für uns die Vermutung zu, dass wir vermuten, dass hier auch die Schriften wie Bhagavad Gita und so weiter, wird im Koran nicht erwähnt, Vedas, dass das auch einen göttlichen Ursprung haben kann, der später verändert worden ist von Menschen. Wir bezeugen dies nicht, weil es nicht im Koran steht, aber wir sagen, es ist möglich. Von den Schriften, von denen wir es bezeugen, dass es einen göttlichen Ursprung hat, ist die Tora und das Evangelium. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass der allmächtige Gott immer Gesandte geschickt hat mit den Botschaften, dass die Menschen diese Botschaften verändert haben. Wie ist es jetzt mit den führenden Weltreligionen, beziehungsweise den zwei führenden Weltreligionen? Wie kommt jetzt jemand dazu, ein Ex-Christ, dazu, anstatt das Christentum zu wählen, weil ich habe gesagt, wir brauchen eine göttliche Botschaft, wie kommt er dazu, stattdessen den Koran zu wählen? Wie kommt er dazu? Und hier möchte ich niemanden beleidigen, sondern möchte dazu auffordern, sich da selber Gedanken darüber zu machen. Ja?
Als allererstes ist die Frage nach der Authentizität der Schriften. Der Koran sagt ganz eindeutig, dass Tora und Evangelium im Ursprung göttliche Bücher sind, aber dass sie verändert worden sind von Menschenhand. Viele Christen haben in dieser Sache ein Missverständnis. Sie denken, guck mal, Allah sagt doch im Koran, glaubt an das, was vor euch herabgesandt worden ist. Also da müsst ihr an die Bibel glauben. In der Bibel sind einige Dinge, die sich von dem, an das ihr glaubt, unterscheiden. Zum Beispiel, wenn man das Neue Testament betrachtet, nicht das Alte Testament, die Notwendigkeit des Opfertodes, dass Gott für die Sünden der Menschen stirbt, durch den Apostel Paulus definiert. Warum glaubt ihr nicht daran? Wir sagen ganz eindeutig, im Koran steht, glaub an das, was herabgesandt worden ist, aber an anderer Stelle steht, Sure 2, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَلُوهُ يَعْلَمُونَ. Habt ihr Hoffnung, dass sie euch glauben? Und ein Teil von ihnen hat die Schrift schon gehört und verstanden und darauf wissentlich verdreht. Dann im selben Atemzug liest du in Vers 79 derselben Sure: فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denjenigen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und danach sagen, dies ist von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Das ist unsere Haltung gegenüber der Schriften. Das, was heute als Bibel bekannt ist, nur nicht, dass sich jemand beleidigt vorkommt, aber das ist unsere Haltung, das ist unser Glaube. Jetzt, okay, dann fragt man sich natürlich, okay, wie kann ich das beweisen mit der Bibel? Weil vielleicht sagt jemand zu dir, die meisten Christen heutzutage sagen, es stimmt, dass die Bibel ist vermischt mit Gottes Wort und Menschenwort und so weiter. Die meisten. Katholische Kirche, normale protestantische Kirche. Es gibt einige Freikirchen, die sagen, nein, ist alles Wort für Wort von Gott inspiriert. Oder Zeugen Jehovas sagen, ist alles von Gott inspiriert. Und ich habe hier eine Bibel der Zeugen Jehovas. Die ist eigentlich fast genau dasselbe wie die protestantische Bibel. Weil es die evangelische und die katholische Bibel, oder die evangelische und die protestantische Bibel, die protestantische Bibel hat 7 Bücher weniger. Also die protestantische Bibel hat 66 Kapitel, die katholische Bibel hat 73 Bücher. Weil im Alten Testament haben sie 7 Bücher mehr, die sie als authentisch akzeptiert haben, die Protestanten aber nicht als authentisch akzeptiert haben. Hier ist schon ein Problem für mich, ja, wenn jemand Christ werden will, ja, welche Bibel ist denn jetzt richtig? Sind die 7 Bücher authentisch oder nicht? Nach welchen Kriterien sage ich, das ist authentisch, das ist nicht authentisch? Jetzt schaue ich mir zum Beispiel an, ich frage als allererstes, wer hat die Bibel geschrieben? Von wem ist sie offenbart worden? Und hier habe ich jetzt eine Bibel von Zeugen Jehovas, wie gesagt, fast dasselbe. Und die haben hier hinten ein Inhaltsverzeichnis drin, wo steht, wer die Bücher geschrieben hat, wann die aufgeschrieben worden sind und wer es gewesen ist, der Schreiber. Vor 20 Jahren hatten sie ein Inhaltsverzeichnis hier gehabt. Da stand dann immer 1. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 2. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 3. Buch Moses, Schreiber unbekannt. 4. Buch Moses, Schreiber unbekannt. Und wenn man eine Einheitsübersetzung von der katholischen Bibel findet, da wird man auch sehen, dass immer vor den Kapiteln steht, wer das Buch geschrieben hat. Und man findet zum Beispiel Matthäus Evangelium, es war wahrscheinlich der Zöllner von Kapernaum. Und dass öffentlich zugegeben wird, dass man sich nicht ganz sicher ist, wer die Briefe geschrieben hat. Jetzt, damals haben dann die Muslime gesagt zu ihnen, wenn du einen Zettel auf der Straße finden würdest und da würde draufstehen, bete 40 Mal am Tag, würdest du dann beten? Da haben sie gesagt, nee. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß ja gar nicht, wer es geschrieben hat. Und dann sind sie dann zu den Zeugen Jehovas gegangen und haben gesagt, ja, guck mal, in deiner Bibel hin, du hast das Inhaltsverzeichnis, genau wie die Katholiken das auch sagen, und du weißt ja gar nicht, wer es geschrieben hat. Schreiber unbekannt, 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 unbekannt. Jetzt natürlich, 20, 30 Jahre später, steht natürlich hier, 1. Buch Moses, Schreiber Moses. 2. Buch Moses, Schreiber Moses. 3. Buch Moses, Schreiber Moses. 4. Buch Moses, Schreiber Moses, 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 Moses. Ja? Und auf den anderen Büchern auch, je nachdem. Aber da muss man das Kleingedruckte beachten. Zum Beispiel bei Psalmen steht David und andere. Wer sind die anderen? Dann steht hier hinten, wie gesagt, ich will niemanden beleidigen, das sind meine Gedanken dazu, kann noch jemand,
eventuell andere Gedanken dazu haben. Hier steht, hier, ich habe das extra markiert, aber das liest natürlich keiner hier, ja? Die Namen der Schreiber einiger Bücher sowie der Ort ihrer Niederschrift sind ungewiss. Viele Zeitangaben sind nur andere Angaben, das heißt, sie geben hier hinzu, dass eigentlich nicht sicher ist. Dann lese ich die Bibel, und das steht dann im 5. Buch Moses, Deuteronium, für die Katholiken sind, steht in Kapitel 34, schreibt Moses. Moses schreibt jetzt, und jeder soll sich das anhören, was Moses schreibt. Weil Moses ist ja der Schreiber vom 5. Buch Moses, steht ja hinten bei den Zeugen Jehovas. Danach starb Moses, der Knecht Gottes, sie schreiben natürlich Jehovas, dort im Land Moab auf dem Befehl Gottes. Und er, also Gott, begrub ihn, also Moses schreibt, er wird begraben, er begrub ihn dann im Tal, im Land Moab, vor Bet Peor, und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Und es geht weiter und weiter und weiter, und dann wird gesagt, und die Söhne Israels beweinen Moses dann in den Wüstenebenen Moabs 30 Tage lang, schließlich wurden die Tage des Weinens der Trauerzeit um Moses vollendet. Also Moses beschreibt, wie die Leute über ihn getrauert haben, und davon gibt es viele Beispiele in der Bibel, die ganz eindeutig zeigen, für mich, ich weiß nicht, was man dagegen sagen will, dass das nicht von Moses geschrieben wurde. So, Neues Testament noch mehr. Dann finden wir einige Sachen, die sehr bedenklich sind. Beispielsweise im Neuen Testament finden wir den Tod von Judas. In Matthäus 27 steht, Vers 4, um genau zu sein, dass Judas, nachdem er Jesus angeblich verraten hat, hat er Geld bekommen für seinen Verrat und dann hat er ein schlechtes Gewissen bekommen. Es tat ihm weh in seinem Herzen. Warum habe ich ihn verraten, diese unschuldige Seele? Und dann geht er zu den Pharisäern in die Synagoge und sagt, ich will dieses Geld nicht mehr haben. An diesem Geld ist unschuldiges Blut behaftet. Was heißt das? Er will sich von dem Geld nichts mehr kaufen, richtig? Richtig. Dann sagen die Pharisäer, was wollen wir mit deinem Geld? Da ist Blut dran. Das ist uns doch egal, nach dem Motto. Und dann nimmt er das Geld und schmeißt das Geld in den Tempel, geht hin und erhängt sich. So jetzt, Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, Judas, für den Verrat, für die Übeltat, mit dem Geld, hat er sich einen Acker gekauft. Also hat das Geld nicht weggeschmissen, sondern hat sich einen Acker davon gekauft. Und auf dem Acker ist er hingestürzt und sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. So, einmal erhangen, einmal Eingeweide fielen hinaus. Jetzt, natürlich, als allererstes das griechische Wort, wir haben erhängen und wir haben aufgehangen. Aufgehangen heißt, du hängst vielleicht, bewegst dich, der Ast bricht und dann fällst du runter und die Eingeweide fallen hinaus. Aber erhangen heißt, tot, angestochen, erstochen. Rein sprachlich, und das griechische Wort heißt erhangen, er ist beim Erhängen gestorben. Danach ist der Körper tot. Weil einige wollen einem dann weismachen, dass es heißt, er hat sich erhangen, dann ist der Ast gebrochen, dann fiel er vorne über und die Eingeweide fielen dann hinaus. Der Leib war auseinander, die Eingeweide fielen hinaus. Zuallererst ist die Bibel eine chronologische Geschichte. Es ist nicht wie der Koran, wo hier eine Information ist und da, eine chronologische Geschichte. Das ist das allererste. Zweite Sache ist, jetzt kommen wir aber nicht aus dem anderen Problem hinaus. Und jeder, der ehrlich ist zu sich selber, wird das erkennen. Dass hier steht, dass er das Geld nicht haben wollte, sondern den Pharisäern gab. Und hier steht, er hat sich von dem Geld einen Acker gekauft. Man findet, dann wird versucht, einen Ausweg aus diesem Widerspruch zu finden. Dann wird gesagt, ja, er hat das Geld, er hat eigentlich den Acker gekauft, weil er hat den Pharisäern das Geld gegeben und ihnen die Aufgabe gegeben, diesen Acker zu kaufen. So wie zum Beispiel, ich sage zu dir, bitte geh zu diesem Mann und kauf mir ein Getränk. Geh in die Tankstelle, kannst du mir mit dem Getränk kaufen, ich will kurz auf Toilette gehen, je nachdem, Beispiel. Das heißt, ich habe es gekauft, aber du hast es gekauft. Ja? Das heißt, du hast das Geld übergeben, du hast es gekauft, ich kann sagen, du hast es gekauft, ich kann sagen, ich habe es gekauft, weil du hast es in meinem Auftrag gekauft. Aber wer ganz ehrlich ist zu sich selber, sieht, dass dies absolut nicht zutrifft auf diese Geschichte. Denn er sagt nicht zu ihnen, hier habt ihr das Geld, kauf mir bitte einen Acker. Er sagt, mit diesem Geld will ich nichts zu tun haben. Das heißt, erstmal, der Widerspruch ist sowieso schon mit dem Erhangen. Er will nichts mit dem Geld zu tun haben.
Und sie sagen, wir wollen auch nichts mit deinem Geld zu tun haben. Weil in Matthäus steht dann nachher, dass sie diesen Blutacker gekauft haben. Er sagt, ich will nichts damit zu tun haben. Das heißt, er will damit nichts mehr kaufen. Dann hat diese Sache gar keinen Sinn. Und er nimmt das Geld und schmeißt es in den Tempel. Und das zeigt, dass dies ein ganz eindeutiger Widerspruch ist. Von drei Seiten. Erstens, Erlangen hingefallen. Zweite Sache, Geldübergabe. Und wer hat den Acker gekauft? Drei Punkte. Punkt. Andere Sache, Jesus, um nur ein Beispiel noch zu nennen, im Matthäus-Evangelium steht, dass Jesus andeutet, dass Elia schon wiedergeboren ist und die Jünger verstanden, dass es Johannes der Täufer war. Dann steht später, 1. Johannes steht, Johannes wird gefragt, Johannes der Täufer, bist du der Christus? Christus heißt der Gesalbte, auf Griechisch Christos, El Messias. Der Messias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Und da er ein Prophet ist, wird er natürlich wissen, wer er ist. Bist du der Elias? Er sagt, nein, das bin ich auch nicht. Das heißt, er widerspricht ihm. Weiß er nicht, warum er gesandt worden ist. Und dann kommt noch eine dritte Frage, wenn wir einige Punkte davon ernst nehmen müssen. Er wird gefragt, bist du der Prophet? Hier nur ein Gedankenschluss für die Nicht-Muslime. Wer ist denn der Prophet, an den die Juden geglaubt haben, dass er kommen soll? Wer ist nicht ein Prophet? Bist du ein Prophet, sondern bist du der Prophet? Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das nur dazu. Deswegen habe ich für mich dieses Buch, die Bibel, obwohl so viele Weisheiten drin sind, obwohl so viele wahre Dinge drin sind, obwohl es so vielen Menschen geholfen hat, ein gutes Leben zu führen, auf Seite gelegt und habe in dem Koran gesucht. Habe mir dieses Buch durchgelesen, dreimal bevor ich Muslim geworden bin, die Bibel auch nochmal durchgelesen. Und warum habe ich dieses Buch akzeptiert? Weil dieses Buch, Alhamdulillah, Berichte hat, Prophezeiung hat, gibt es auch in der Bibel, weil keine Widersprüche drin vorkommen, weil wissenschaftliche Wunder drin vorkommen. Im Koran steht beispielsweise, Enzelna al-Hadid, wir haben das Eisen herabgesandt. Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass das Eisen aus dem äußeren Weltraum kommt. Woher konnte Mohammed das wissen? Im Koran steht drin, dass der Embryo aussieht in einem Stadium wie ein Blutegel. Das kann man nur mit dem Mikroskop sehen. Woher konnte Mohammed das wissen? Hat er ein Mikroskop gehabt? Steht aus, dass er danach aussieht wie ein Mutrata. Das ist wie ein Fleischstück, auf das man getaut hat. Woher konnte Mohammed das wissen? Und viele, viele andere Sachen. Viele, viele andere Punkte. Heute ist nicht das Thema Wunder im Koran, sondern allgemein. Keine Widersprüche. Und dieses Buch gibt eine Antwort darauf, warum gibt es viele Religionen, und gibt dir die Antwort auf den Sinn des Lebens. Wenn wir darauf zurückgehen, dass wir sagen, Gott hat dies alles erschaffen, hat dich erschaffen, hat die Umwelt erschaffen, hat das Leben erschaffen, hat die Sterne erschaffen, hat alles erschaffen, hat dich erschaffen, deine Augen, deine Ohren, deine Nieren, deine Liebe, deine Frau, alles erschaffen, dann musst du dich fragen, ist dieser Gott es nicht wert, dass du ihn anbetest? Ist dieser Gott es nicht wert, dass du ihn verehrst, dass du für ihn lebst? Und wenn du das tust, er wird dich niemals im Stich lassen. Alhamdulillah. Und wenn ich dir beispielsweise 100 Euro geben würde, würdest du zumindest Danke sagen. Was ist mit den ganzen Gnadengaben, die du hast? Die erkennst du nicht. Du sagst, ich glaube nicht an Gott, weil ein armes Kind in Afrika, das hat nichts zu essen. Aber was